Ja, und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Zenless Zone Zero. Ja, ich klinge ein bisschen genervt, weil ich jetzt auch bin. Wenn ich eine Sache an diesem Spiel irgendwie bemängeln dürfte, dann diese blöde Aktion, wo jedes Mal, wenn ich die Story fortsetzen muss, ich die Zeit nicht mehr weitermachen kann. Also nicht Zeit, die Zeit nicht mehr ändern kann. Ne? Also ich kann mich jetzt nicht mehr aufs Sofa setzen und hier weil nicht. Quests machen und was weiß ich nicht alles, ne? Weil ich wollte jetzt erstmal hier schön alles machen, ne? So offscreen, mich den Events widmen, aber ich kann mich den Events nicht widmen, weil das erste Mal, als ich hier wieder so eine Dings gemacht habe, so eine bei der HIA Club Gemeinschaft da, wo ich irgendwie meine Batterien und so verballern muss, ne? Also hier diese Dinger, ne? Also meine tägliche Energie. Sobald ich auch nur eine Mission davon gemacht hatte, ne, ein Grinding Session, hat das Spiel wieder gesagt, so, oh, lass mal die Story fortsetzen, ne? Und ja, jetzt bin ich sozusagen hier, da oben links steht da in Aktion. Ich glaube, das ist dann nämlich, ne? Und jedes Mal, wenn das da steht, dann kann ich die, hier. Jedes Mal, wenn das da steht, kann ich die Zeit nicht mehr umändern. Also ich kann nicht irgendwie auf nachmittags, auf abends und so umstellen. Und einige dieser Quests tauchen halt nur an bestimmten Tageszeiten auf. Das heißt, wenn die Zeit sozusagen eingefroren ist, kann ich nichts mehr machen. Und das stört mich immer, weil das immer irgendwie offscreen passiert. Und ich will gerade irgendwie alles hier erledigen, ne? Ein bisschen, weil ich mich den Events hier kümmern. Und ich kann es nicht machen, weil das Spiel, weil ich hier das Spiel mich schon wieder zwingt, hier weiterzumachen, ne? Und ja. Und ja, keine Ahnung. Folgendes ist passiert. Ich habe eine Sache gemacht, dann hat das Spiel wieder gesagt, oh, ich muss schlafen gehen. Und dann hat mich ja Anbi angeschrieben, ne? Das habe ich jetzt mal offscreen gemacht, ne? Und ja, weil nicht. Foxy, wie geht's dir? Nee, wie gut bist du in Mathe? Nicht schlecht. Ach, ist auch egal. Ich habe es viermal berechnet und es wird sich nicht ändern. Egal, wer es berechnet. Was hängst du spät noch rum? Nichts, Entschuldigung, dass ich dich gestört habe. Gute Nacht. Also hat sie sozusagen mich angeschrieben, während ich gerade am Schlafen war, ne? Oder kurz vorm Schlafen war, ne? Und ja, das klingt wieder ein bisschen wichtig, so ein bisschen storymäßig wichtig. Deswegen will Belle wieder mit mir reden oder ich muss Belle Bescheid geben darüber. Und ich habe ja nie eine Ahnung, ob irgendwie eine Cutscene kommt, eine wichtige Cutscene oder so. Deswegen tue ich natürlich nicht von alleine mit ihr reden auf Screen, weil dann irgendwie kommt eine Cutscene oder irgendwie sowas und ich habe das nicht aufgenommen. Ne? Ich meine, ich lasse die Aufnahme sowieso die ganze Zeit laufen. Wenn das jetzt hier zum Beispiel super unwichtig ist, dann werdet ihr diese Aufnahme ja gar nicht sehen. Ne? Aber ja, Vorsicht, ne? Vorsicht ist das halt, ne? Und ich mache so. Hey Weiß, warum runzelst du so früh am Morgen schon die Stirn? So. Sprich mit Belle die PN, die Anmi dir letzte Nacht geschickt hat. Ja, macht das. Besprich. Ich glaube, da sollte stehen, ja, du sprichst gerade die PN, ne? Hm, ich glaube nicht, dass es ein Trick von Nicole ist. Normalerweise würde ich nicht zu so einer, wie nennt man es, Schlussfolgerung kommen, aber ich habe schon gesehen, was die eine für einige Grammatikfehler und so da waren. Also tut mir leid, wenn ich dann irgendwie hier so vermute, ne? So, ich glaube nicht, dass es ein Trick von Nicole ist. Wenn Nicole Anmi wirklich eine Nachricht geschickt hätte, wäre sie gestern Abend nicht verschwunden. Aber ich denke, es ist kein großes Problem. Wenn Anmi wirklich ernste Schwierigkeiten hätte, würde sie uns direkt sagen, so kenne ich sie. Oh Mann, das ist sinnlos zu raten. Wir sollten... Weiß, warum lädst du Anmi nicht zum Plaudern hier ein? Dann können wir es herausfinden. Kontaktfunktion wurde freigeschaltet. Ah, kann ich jetzt Freundschaft von Charakteren erhöhen? Das ist nämlich auch irgendwie... Da wird mir nämlich immer angezeigt, wenn ich hier die Wallpaper hier von dem Menü ändern will. Verabrede dich per Nacht mit Anmi, um dich dir zu unterhalten. Okay. Wähle in dein PN den Tab mit den Kontakten aus. Ja. Links findest du Agenten, von denen du bereits Kontaktinformationen hast. Warum wird eigentlich immer Anmi als Beispielcharakter genommen? Nicole haben wir doch auch bekommen. Jedes Mal, wenn ich irgendwie, als ich die Waffe zum Beispiel zum ersten Mal bekommen habe, war die persönliche Waffe für Anmi. Dann irgendwie, als uns irgendwie Skills erklärt worden sind, mussten wir als Beispiel Anmis Skill hochleveln. Weiß nicht, warum Anmi. Ich meine, sie ist der Titelcharakter. Ja, wenn man bei der PlayStation die ganzen Spiele, die haben irgendwie so ein kleines Logo und so. Und Anmi ist auch der Covercharakter von diesem Logo. Also ja, ich weiß nicht so weit, was damit auf sich hat. Egal. So, Anmi. Eindruck von Anmi. Als einzige Person, die sich um die Finanzen von Cunningham sorgt, ist Anmi ziemlich besorgt. Vertrauensniveau zu einem Agenten kannst du hier überprüfen. Irgendwie muss ich Level 4 oder so sein, ne? Den Namen von Agenten wird von deiner Stelle vermerkt. Senden.
Anvi, hast du heute Zeit? Sobald ich mit dem Essen fertig bin, habe ich Zeit. Was gibt's denn, Poxy? Ich bin gerade auf der Sixth Street. Oh, nice. Da bin ich auch. Nach dem Essen kann ich zu dir kommen. Dann gehe ich direkt zu dir. Wo bist du? Ich bin im Gadget Shop. Was war dein Mond? Ich bin gleich da. Das kann man. Was? Ein Moment, ich bin gleich da. Anvi Sorgen. Oh, okay. Ich muss mich ja verabreden mit den Charakteren. So, und ja, die ganzen Sachen kann ich halt nicht machen, weil dann spiel mich hier wieder auslockt aus der Zeit hier. Anvi Sorgen. Warte mal, da kommt mir bekannt vor. Dann brauchte ich auch für irgendwas, ne? So, jetzt kann ich wieder weitermachen. Aber jetzt habe ich das schon freigeschaltet. Jetzt mache ich natürlich weiter, ne? So. Ich habe übrigens offscreen hier Lucy mal hochgelevelt, ne? Die ganzen Story-Missionen und so, die haben irgendwie schon genug Erfahrungspunkte gegeben und so. Ich habe sie jetzt auf Level Nummer 40. Ich habe ihre Klamotten ja schon fast alle hochgelevelt. Waffen habe ich auch hin und wieder ein paar hochgelevelt, ne? Ich glaube, ihre habe ich gerade dabei hochgelevelt. Ich glaube, Coins habe ich auch voll hochgelevelt. Also viel hat sich jetzt nicht so getan, aber besser als nichts, ne? So, hier ist das. Wo ist denn der Gadget Shop? Ach so, hier die Dinger. Hey, was geht? Weil hier weiß ich nämlich irgendwie, wenn man hier die Charaktere wechselt, da kann ich irgendwie wechseln und dann steht da auch irgendwie so. Hier, genau. Knopf und Ambi auf Stufe 4 erreicht hat, ne? Ich habe das gehört. Ich habe das Gefühl, Ambis Sorgen habe ich auch irgendwo schon mal gehört. So ein Zufall, dass du auch hier bist. Ich nehme gerade Burger zu mir. Willst du auch hechen? Ja, ja, ja. Hier ist die Hälfte für dich. Der schmeckt köstlich und hat ein ausgewogenes Verhältnis von Eiweiß, Kohlenhydrate und Grünzeug. Und du kannst ihn in ein paar Bissen essen, sogar zwischen zwei Kämpfen. Anvi ist die Meisterin der Burger. Ich bevorzuge einfach Burger. Vertrauen, gut gemacht. Hätte ich so oder so Pluspunkte bekommen oder nicht? Ja, du fährst mit Anvi eine Diskussion über Burger. Sie scheint ziemlich viel von dem Essen zu halten. Burger-Einnahmen abgeschossen. Wenn du erlaubst, muss ich mich jetzt um etwas Wichtiges kümmern. Und das wäre ein wichtiger Auftrag, den mir Nicole zugewiesen hat. Da wir gerade davon sprechen, ich habe eine Frage an dich. Wie sieht es aus um die finanzielle Lage der Videothek? Nicht schlecht, wir machen ein wenig Profit. Ja, irgendwie schon. Ich habe Unmengen an Dennis. Man kann also doch mit deinen Laden Geld verdienen. Schon als wäre Anvi tief in Gedanken versunken. Okay. Unterbricht die Überlegungen von Anvi. Kann ich das irgendwo lesen? Wo habe ich das nochmal geguckt hier? So, was ist das? Ach, die Dinge habe ich im Dings gesehen, in Höhle 0 irgendwie. Wahrscheinlich kann eine Sondereinheit für den Agenten dieser Truppe auslösen. Das heißt, speziell sind wir das Agent dieser Runde aktiviert. Okay. Diese Symbole habe ich schon mal gesehen. Was ist das hier? Da. Ja, genau, Hintergrundbild. Ja, da muss ich wahrscheinlich die Agenten auch besitzen, ne? Weil wir werden hier nur die Agenten. Weil wir werden hier nur nämlich die Agenten angezeigt, die ihr euch auch habt, ne? Einmal ja, auf was man sich freuen kann, ne? Frag mich für die anderen, wie euer Hintergrundbild aussehen. So. Jetzt kommt eine Cutscene. Also, was sind da die Companion Quests? Solange es nicht so lange dauert wie in Genshin Impact, die Freundschaft von Charakteren hochzuleveln. Hat Nicole nicht immer davon gesprochen, dass sie Ausgaben reduzieren will? Soll vielleicht mal einen Schluck trinken? Ich habe gerade ein paar Final Fantasy 7 wieder aufgenommen. So, nein. Brauchst du ein paar Ideen, um das Geschäft in Schwung zu bringen? Wie wär's mit erotischen Tänzen? Da taucht auf einmal Billy auf. Okay! Mein Gott.
Ist das echt so schlimm mit denen? Die haben nur jetzt hier Nekomata, haben die doch jetzt auch, ne? Tut die nichts beisteuern? Oder frisst die den die Haare vom Kopf? Hoffentlich wird das Defizit im nächsten Monat etwas geringer sein. Tarnstufe plus. Okay. Ich hoffe nur, die Charaktere laufen noch irgendwie so durch die Six Streets und wieder mal rum. Also so hin und wieder. Ich weiß, Anton steht da, aber er hat irgendwie was mit der Dings zu tun, mit dem Event hier, ne? Aber ich hoffe, die Charaktere laufen einfach immer so zufällig rum, ne? Damit das ein bisschen lebhafter wird. So wie in Honkai Star Rail. Bitte lass das nicht so sein wie in Genshin Impact, wo die Charaktere, die spielbaren Charaktere einfach nirgendwo rumlaufen in der Welt, obwohl es so viele Charaktere gibt und so eine riesige Welt zum Erkunden. Weißt du, bist zurück. Wie lief es? Hast du Ami getroffen? Erzähl mir von dem Gespräch mit Ami. Okay. Ich glaube, da sollte stehen, du erzählst Bell von dem Gespräch. Aber okay. Hm, genau wie erwartet. Es war keine große Sache. Jeden Monat im Minus zu sein, ist keine große Sache. Für normale Menschen vielleicht schon, aber für Nicole? Hat Ami nicht gesagt, dass sie die Vermieter nicht rausschmeißen würde, selbst wenn sie Miete nicht zahlen kann? Nicole schuldet uns eine Menge und wir können nichts tun. Irgendwie zieht Nicole immer Schulden an, die nichts unternehmen können. Sind wir vielleicht eine sorgfältig ausgewählte Opfer von Nicole? Hm, ich kann es nicht glauben. Vielleicht liegt es auch daran, dass es auf der Welt so viele gutherzige Menschen... Da steht... Boah, Leute, was ist mit der deutschen Übersetzung dieses Spiels? Da steht noch nicht mal der volle Satz. Warum hört sich diese offensichtlich positive Aussage so traurig an? Egal, die Tatsache, dass Cunninghurst keine neuen Schwierigkeiten hat, ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Zumindest steigt Nicoles Schulden für eine Weile nicht mehr ran. Ich weiß jetzt auch, wo ich Ambis Sorgen schon mal gelesen habe. Ich kann es euch gleich mal zeigen. Und ich weiß, wo das Menü nochmal ist. Agenteneinladung. Du kannst täglich im Menü Kontakte Agenten einladen. Täglich? Das Abschließen einer Einladung erhöht das Vertrauen erheblich. Kontinuierliche Einladungen sorgen dafür, dass die Agenten häufiger auf die Straßen Wenn das Vertrauen eines Agenten einem bestimmten Niveau erreicht hat, wird ein Hochstufungsauftrag ausgelöst. Nach Abschluss des Hochstufungsauftrags erhältst du zusätzliche Belohnungen. Ah, ich kann also freischalten, dass die herumlaufen. Geil. Ich glaube, er hat gesagt, dass ich zu ihr kommen soll, sobald ich etwas Zeit habe. Plant sie irgendein Familienereignis? Also ich habe halt irgendwie frei. Ich gehe zurück und frage sie, was los ist. Ich kann das nur einmal pro Tag machen. Sie fern mit Bell. Ich weiß jetzt auch, wo ich das nochmal gelesen habe. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo das nochmal war. Unter Meer. War das hier? Ich glaube, hier war das irgendwann, ne? Werkbank. Ja, genau. Hier habe ich das nämlich gelesen. So, und dann ist dann die Vertrauensstufe, ne? Alles klar. Genau, hier war das nämlich. Da habe ich Anbis Auftrag irgendwann mal gelesen, ne? So, Vertrauensbelohnungen. So, geil. Wieder neues Zeug. Folgende Bedingungen im Rang nachstehen, falls scheinen. Steigert das Vertrauen auf ein höheres Niveau. So, dieser Agent kann an verschiedenen Orten angetroffen werden. Schließe das Hochstufungsereignis ab, um die folgenden Belohnungen zu halten. Schließe die Bitte bezüglich der Videokassette ab, um Agent als Promoter für die Videothek. Oh, ich kann. So, achso, das ist, was ich gerade gesehen habe. Weil es war das ehrlich gesagt gar nicht mal schlecht. Dann könnte ich das ja offscreen irgendwie machen, ne? Aber ne. Aber wenn das nur einmal pro Tag ist, ne? Also ein In-Game-Tag oder ein Real-Time-Dingens, ne? Okay. Schulhof, Ginny, erhalte den Agenten. Also diese, ich muss sogar die Agenten haben, genau. Okay. Ah, ich kann ihn schon. So. Wo habe ich sie hingetan? Warum schwitzt du so? Ah, da bist du ja weiß. Ich suche die leere Videokassette, die ich letztens gekauft habe. Du hast mir damals gesagt, dass ich sie ordentlich wegräumen soll, aber ich weiß nicht, wo ich sie hingetan habe. Hast du sie immer noch nicht gefunden? Aber diese beiden Tage war ich damit beschäftigt, die neuen Produkte in den Regal zu stellen. Wie auch immer, bitte hilf mir bei der Suche, wenn du Zeit hast. Gut, ich gehe und suche jetzt. Oh mein Gott. Okay. Können wir uns wenigstens
Okay, ich kann dir Pause machen, weil Geister, ich kann die Leute jetzt hier alle anschreiben. Ah, oh, komm mal hier. Hm. Ja, schon Zeit mit diesem Agenten verbraucht. Alter, dann kann ich ja jeden Tag irgendwie so bei den Agenten einmal was machen, ne? So, cool. So, warum ist da ein Feuer? Oh, da steht 2 von 3. Nein, das heißt. Das heißt, ich kann das nur einmal pro Tag machen. Oh. Weißt du, wie ich das mache? Ich mache das dann jetzt jeden Tag. Ich mache dann jeden Tag. Da mache ich einen ganzen Part von diesen Ereignissen. Ne? Ich mache das jetzt jeden Tag. Ne? Wahrscheinlich kann ich mit ihr nicht machen, weil ich schon einmal heute gemacht habe mit ihr. Ne? Das klingt so falsch, wie ich dann gerade gesagt habe. Ich kann nicht mehr anbieten machen. Ist ja, wie ich das da mache. Ich nehme dann jetzt noch hier diese beiden auf. Ich mache jetzt Nicole und Billy noch, ne? Dann haben wir die ganzen Cunninghams, ne? Und dann mache ich einen Schnitt und dann komme ich einen Tag später wieder, nehme dann für andere Charaktere auf und dann mache ich daraus einen ganzen Part, ne? Ging dann nach dem Plan, gut, ne? So, eingeloggt von Nicole. Nicole hat große Angst vor Geistern. Vielleicht aus schlechtem Gewissen. Machen wir halt so, ne? Bist du da? Also Zeit möchte ich einladen. Ich habe Zeit, natürlich habe ich Zeit. Ich dachte, du musst Geld verdienen. Möchtest du mich etwa einladen? Leckeres Essen oder vielleicht ein großes Geschäft? Zum Spielen einladen? Ich wollte einfach nur gemeinsam spielen. Was? Du denkst so viel. Okay. Ha, du hättest ja gleich sagen können. Wo willst du hin? Box Galaxy. Gehen wir zum Sixth Street zum Bummeln. Was die Sixth Street angeht. Kennst du den Verkaufsformaten an der Sixth Street? Ich habe da ständig Probleme. Ja, da gab es mal eine kleine Quest irgendwie. So, also eine Frau hat irgendwie Probleme mit dem. Was ist überhaupt mein Titelbild auf der rechten Seite? Was soll mein Titelbild denn sein? Ich erkenne das nicht. Aber manchmal kommt wirklich. Ich habe gehört, dass er ständig kommt wirklich etwas raus, wenn man ihn tritt. Ja, es ist alles sehr ärgerlich für die Bewohner der Sixth Street. Also werde ich mir den Automat mal genauer ansehen. Ja, wie als wenn wir heute zusammen dorthin gehen gehen. Das ist nur Vorteil aus der Sache zu ziehen, nicht wahr? Nein, ich finde das nur kurios. Ich bin sicher, dass die Geschichte einen mysteriösen Verkaufsautomaten auch deine Neugier geweckt hat. Dann treffen wir uns in der Nähe des Verkaufsautomaten auf der Sixth Street. Den Zeitpunkt lasse ich dir. Was haben wir jetzt gerade? Haben wir immer noch Vormittag? Kann ich aus? Wir haben jetzt gerade Vormittag, ne? Ja. Okay. Haben wir jetzt gerade Vormittag? Ja, ne? Okay. So, da mache ich doch für sie und für Billy die Quest, ne? Dann mache ich wahrscheinlich einen Schnitt und dann mache ich wieder offscreen die Sachen weiter und dann weil ich durch am nächsten Tag, also morgen tue ich dann ja, weil ich weiß ja nicht, ob das irgendwie Ingame Tage oder Real Life Tage sind, ne? Werde ich ja merken, ne? Wenn die Zeit ja voranschreitet, ne? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Ingame Tage sind, da wäre ein bisschen zu einfach dann. Ich vergleiche halt immer wieder mit Genshin Impact, wo es wortwörtlich Wochen dauert, bis du einen Charakter irgendwie voll hochgelevelt hast in Sachen Freundschaft, ne? Ich bin so froh, dass ich bald fertig damit bin, ne? Ich baue nur noch 4 Charaktere, glaube ich. Da bist du ja. Gestern mein Schulden eintreiben, habe ich meine Fertigkeiten im Tritt trainiert. Sie lassen sich sicher auch auf Verkaufsautomaten anwenden. Sollte ich ihn heftig oder sanft treten? Ein sanfter Tritt wird meiner Meinung nach keine Wirkung haben. Und mit einem heftigen Tritt könnte man es kaputt machen. Ich helfe dir beim Treten. Okay, dann tritt mal. Wenn du durch das Treten was rausfällt, gehört es mir. Wenn nichts rauskommt, ist das deine Schuld. Du nutzt die reichen Erfahrungen aus deinen vielen Jahren deines Lebens in Neorido, um den Automaten vor dir mit Gefühl zu treten. Der Verkaufsautomat rührt sich kein Zentimeter und scheint dich mit seiner Stille auszulachen. Weiß er, der Honkai Starwell? Der Tritt war wohl etwas zu sanft. Ich schätze, dieser Automat will es auf die harte Tour. Gerade in diesem Moment erzittert der Verkaufsautomat plötzlich und gab einen schrillen Schrei von sich. Dann fielen 2 Getränkflaschen raus. Wow, 2 Flaschen Neon-Cola, du bist echt krass drauf.
Du untersuchst den Verkaufsautomat einer Welle mit Nicole. Zu deiner Überraschung springt dabei tatsächlich ein paar seltsame Dinge heraus. Dieser Verkaufsautomat ist wirklich wertvoll und wartet auf Entdeckungen. Danke an diejenigen, die zuvor Müll da reingeworfen haben. Nächstes Mal schauen wir uns das noch mal genauer an. Okay. Warte, hier gibt es keinen. Doch, wollte schon sagen. Wenn ich ihn weiter trete, fällt dann immer weiter etwas heraus. Würde mich das nicht reich machen? So, okay, ich war schon fertig. Ja, von hier gibt es keine Katze mehr. Boah. Falscher Kopf. Ich kann mal testen, ob das hier. Aber ich nehme an. Was mache ich hier? So viele Knöpfe hier zum Drücken. PN, mein Gott. Hier. Ne? So, ja, das ist, weil ich die hier eingeladen habe. Ne? So, ich nehme an, ich habe mich irgendwie die richtige Wahl getroffen, um die Freundschaft zu erhöhen oder so. Ne? Okay. Billy behandelt Waffen genauso liebevoll wie sich selbst. So, mit ihnen habe ich schon ein paar Mal. Willst du zusammen abhängen? Auf jeden Fall. Oh, Chef lädt mich ein, mit ihm auszugehen. Hat Chef vielleicht einen Ort im Sinn, wo er hin möchte, aber es ist ihm peinlich, alleine hinzugehen? Unbedingt besuchen will, aber niemand findet, der mit ihm hingeht und deshalb kommt er zu mir. Ich wollte nur mit dir abhängen. Chef hätte viel von mir, das berührt mich. Chef hält viel von mir, das berührt mich wirklich. Wo will Chef hin? Überall ist okay. Goldfinger, wie war's mit Goldfinger? Also ich spiele. Da war ja auch in einem Event. Gerne, ich habe sowieso vor, einige Runden zu spielen. Chef ist wahrlich ein Freund meines Herzens. Und meine Fähigkeiten haben sich kürzlich stark verbessert. Chef, pass auf dich auf. Los geht's. Da freue ich mich drauf. Man soll es losgehen. Je früher, desto besser. Ich kann es kaum erwarten. Ja, ich bin gerade hier. Ich stehe wortwörtlich genau davor. So, ich glaube. Ich glaube, die Zeit hat sich gerade geändert. Ne, ne, noch nicht. Weil er gerade so ein schwarzer Bildschirm war. So, ich habe mal irgendwie gehört, irgendwie Billy wird irgendwie verglichen mit Deadpool, was irgendwie ja sehr vom Design her, ne, von den Waffen und so was alles, ne, das ist eigentlich ein ziemlich guter Vergleich. Ehrlich gesagt, habe ich irgendwie nie drüber nachgedacht. Hey Chef, was für ein Timing! Es gab da ein paar Typen, die mich gestern mit Goldfinger herausfinden wollten. Gottfinger, ist er Gottfinger? Ich dachte, ich habe gerade Gold oder egal, wahrscheinlich weil ich zu viele Punkte habe. Aber rat mal, was dann passiert ist. Du hast gewonnen. So, ha! also habe ich gerade die falschen Dinger hier ausgewählt. Deswegen habe ich Nicole nicht hochgelevelt. So sieht's aus, ich habe sie alle besiegt. Ich kann es selbst nicht glauben. Wer hätte gedacht, dass ich so gut geworden bin? Da wir gerade davon sprechen, Chef, wie wäre es, wenn wir heute ein Freundschaftsspiel veranstalten würden? Wie wäre es mit einem Schlangenduell? Mal sehen, wessen Team gewinnt. Okay, kein Problem. Will rennt hastig in den Laden, während er laut ruft, dass er sich zuerst ein Gefühl dafür holen müsste. Muss ich wirklich das Spiel spielen? Okay, kein Ding. So, zusammenstellen. Okay, jetzt mal. NPCs, ja, ne, keine echten Spieler. Wo ich auch gegen echte Spieler schon gewonnen habe. Na, komm her. War nämlich das ganze Event, dass du irgendwie ja dieses Schlangenspiel spielen musstest. Nein. 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 Gott, Gott, Gott. Jawohl. Die Spieler online sind irgendwie voll gierig, ey. Irgendwie. Ich habe übrigens herausgefunden, es ist vollkommen egal, wie viele Diamanten man gesammelt hat. Es ist nur wichtig, wie lang man am Ende ist. Also es hat. Was zum. Oh, warte mal, komm mal her, du Stück. Also alles, was zählt, ist. Oh mein Gott, mein Partner ist die ganze Zeit hier am Frecken. Jawohl. Aber jetzt habe ich dich.
Es ist eigentlich nur wichtig, wie lang man am Ende ist. Also es hat nichts damit zu tun, wie viele Punkte man gesammelt hat oder irgendwie sowas. Das ist alles, was ich jetzt nur noch machen muss, ist irgendwie so lang zu bleiben. Dann gewinnen wir. Da ist mir nämlich irgendwie aufgefallen, irgendwie als online gespielt hat. Oh Gott. Good. Ah, mein Gott. Dann das. Nein. Das gibt es einfach nicht, Mann. Boah, Leute. Boah, mein Partner ist die ganze Zeit am Falken. Das ist natürlich blöd. Komm her. Oh, das wird nicht reichen. Gib mir Punkte, gib mir Punkte. Jawohl. Der hat am Ende noch einen Fehler gemacht, das gibt's nicht. Oh mein Gott. Seltsamer Abonnent. Wie lange sind die Namen von denen? So, die Frage ist, jetzt habe ich... War das jetzt gut oder schlecht? Hätte ich gewonnen, aber ich... Ja, ich habe schon wieder verloren. Da war ich mental darauf vorbereitet. Wahrscheinlich habe ich in letzter Zeit nicht genug geübt. Du bist einfach viel zu gut, Chef. Gut gemacht. Danke, dass du heute mit mir gespielt hast. Mach dich aber nächstes Mal auf etwas gefasst. Aber das ist auch cool. Dann kann ich sozusagen freischalten, dass die hier durch die Gegend rennen. So, sie fern mit Bell. Ja, ich fasse sie jetzt nicht mal an. Klang schon wieder so falsch. Na, ich spreche jetzt nicht mehr mit der, weil sonst heißt es wieder so. Aber jetzt bin ich wieder an dem Punkt, in dem ich die Zeit wieder manipulieren kann. Jetzt kann ich auch mal ausprobieren. So, warte mal. Welches Zeichen war nochmal private Nachrichten? Ich gehe lieber hier. So. So, und den kann ich ja nichts senden. Ne? Einladung heute aufgebraucht. Ich nehme mal sehr stark an, es hat nichts mit. Es sind In-Game-Tage. Es sind nicht In-Game-Tage, es sind Real-Life-Tage. Ne? So. Ja, ich kann schon wieder nicht. Boah, Leute. Ja, mit der Zeitmanipulierung in diesem Spiel ist irgendwie so komisch, ey. Manchmal kannst du dich ausruhen, manchmal nicht. Du kannst nur einmal pro Tag ausruhen. Aber ich nehme sehr stark an, es hat nichts mit... Warte mal, da habe ich doch irgendwie gerade gesehen. Kann ich da oben hin? Ich will da an diesen Ding da... ich will daran. Kann ich da irgendwie hin? So. Kann ich da oben irgendwie lang? Nee, ne? Ich glaube nicht, ne? Okay. Ja gut, werde ich ansehen, ne? Ich würde dann sagen, ich mache dann hier einen Schnitt und dann morgen tue ich dann nochmal machen, ne? Und dann sehen wir halt hier, ne? Warte mal, diese Ereignisse wurden jetzt hier freigeschaltet? Nee, ne? Ach, wisst ihr, warum da irgendwie eine Cutscene kam? Ich glaube, da kam eine Cutscene, weil ich die Freundschaft mit Anbi hier voll hatte, ne? Deswegen kam so eine kleine Cutscene mit ihr, ne? Deswegen kam mit Nicole und Billy zum Beispiel jetzt nicht so eine Cutscene, weil ich nicht da zwei erreicht habe, ne? Aber das ist doch gut, das heißt, die können jetzt hier durch die Gegend. Die kann ich jetzt hier Leute treffen und die können mir auch irgendwie in der Dings aushelfen, wenn ich genug Freundschaft habe. Das ist richtig cool. Da lohnt sich ja sogar die Freundschaft hier hochzuleveln, ja. Alles, was den Genshin kriegst, ist irgendwie ein paar mehr. Kriegst du so ein Profilbild und hier so, weiß ich nicht, ein paar mehr Lore für den Charakter und mehr nicht. Boah, hat ja richtig Sinn hier. Na gut, dann mache ich ja einen Schnitt, ne? Ich würde dann sagen, 24 Stunden nachher, ne? Also am nächsten Tag, werde ich mal gucken, ob das hier geht, ne? Mit dem wieder einladen oder vielleicht tue ich auch erstmal hier meine, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das hier Real-Life-Tage sind. Ich nehme an, es sind Real-Life-Tage, weil sonst wäre es viel zu einfach. Aber wenn nicht, dann werde ich das ja sehen, ne? Wenn sich hier die Zeit wieder verschiebt, ne? Dann werde ich ja spätestens sehen, ob das hier
ob es da jetzt jemand getan hat oder nicht, ne? Aber so oder so werde ich euch wiedersehen, dann machen wir weiter mit den Freundschaft-Events, ne? Gut, dann sage ich bis gleich. Ob da ist schon was passiert. Weiß ich nicht. Ich habe versucht noch mal das Spiel zu beenden, ne? Als ich hier, ich bin nämlich hier rausgegangen und dann kam direkt an wie am nächsten Tag, ne? Ich habe übrigens herausgefunden, das ist nur einmal pro Tag, also einmal Real Life Tag, ne? Weil es ist jetzt ein Tag im Spiel weiter, aber da ist immer noch 0 von 3, also ist halt nur einmal pro Tag, dreimal pro Tag, also Real Life Tage, gut. Aber als ich rausgegangen bin und schon irgendwie mich damit abgefunden habe, so ja okay, dann wird natürlich wohl nicht weitergehen, ne? Kam jetzt hier Anbi und hat mich in ein Gespräch verwickelt. Ich wollte halt erst skippen, aber dann habe ich mir, dann ist mir eingefallen, ne, ich sollte da vielleicht doch noch aufnehmen, wenn ich noch die Aufnahme und so was alles hier bereit habe, ne? Aber da habe ich das Spiel noch mal geschlossen und jetzt hoffe ich, dass noch mal die gleiche Konversation kommt, die kommt, ne? So, ja, das ist genau das gleiche. Proxy, danke, dass du mir vorhin von den Geschäftstipps erzählt hast. Heute will ich dir eine sehr ernste Frage stellen. Hast du schon mal einen Hamburger gegessen, der nicht mit Fleisch und Gemüse, sondern nur mit Nudeln belegt war? Nicole hat gesagt, das ist Nudelbrot. Aber ein Hamburger ist ein Hamburger. Wie kann er zu einem Brot werden? Hamburger, gebratene Nudeln, belegte Hamburger sind sehr lecker. Ja, Mann, ja. Ja, ich finde es auch gut. Aber alles in allem bevorzuge ich einen Hamburger, der mit Fleisch und Gemüse belegt ist. Du führst mit Ami eine lange und ernsthafte Diskussion über Nudelburger und Hamburger. Was ist eigentlich egal? Wie Essen heißt, solange es lecker ist, oder? Vertrauensereignis. Wenn du zu verschiedenen Zeiten durch die Stadt streichst, begegnest du womöglich einen Agenten und lässt ein Vertrauensereignis aus. Die Wahl verschiedener Dialogoptionen kann sich auf das Vertrauen von Agenten auswirken. Auf der Navigationskarte kannst du den Aufenthaltsort eines Agenten anschauen. Angemessene Antworten erhöhen das Vertrauen. Manche Ereignisse können wiederholt ausgelöst werden. Unangemessene Antworten senken das Vertrauen. Nein. Verdammt. Köstliche Essen. Warte mal, ich kann da wieder senken. Nein, ist auch Billy. Ah, du bist Chef. Du hast mich erschreckt. Ja, also eigentlich mache ich hier nur einen kleinen Verdauungsspaziergang, nachdem ich mir zu viel gegessen habe. Und ich warte absolut nicht auf die limitierte Ausgabe von Monikas Fotobuch. Ganz und gar nicht. Du wirst sicher die limitierte Ausgabe bekommen. Danke, Chef. Moment, wie hast du mir nichts zu dir nichts erkannt, dass ich hergekommen bin, um das Fotobuch zu kaufen? Soll ich dir wünschen, dass du das Fotobuch nicht ergatterst? Nein. Nein, Chef, bitte nimm das zurück. Ich muss die limitierte Ausgabe bekommen. Nein. Du wartest mit Billy eine Weile mit Spannung. Es gelingt ihm schließlich, die limitierte Edition zu erwerben. Das wirklich erfreulich. Was wirklich erfreulich und zu glückwünschen ist. Ich bin so gut, endlich habe ich sie bekommen und auch noch das limitierte Geschenk ergattert. Danke, Chef, du hast mir Glück gebracht. Dann gib mir auch Pluspunkte. Okay. Was hat Nicole ist auch irgendwo hier gerade? In diesem Moment, während wir hier gerade reden, läuft sie in diesen. Aber es scheint irgendwie so zufällige Sachen zu sein, ne? Ich glaube, die sollte ich halt offscreen machen, ne? Ich soll vielleicht immer nur aufnehmen, wenn ich irgendwie so ein tägliches Event mache, ne? Ich weiß auch nicht, wie wichtig sie sind oder nicht, ne? Deswegen weiß ich nicht, ob es sich das lohnt, hier die alle aufzunehmen oder nicht. Aber da hat hier das erste Mal ist, will ich natürlich kein Risiko eingehen. Hier ist das Event übrigens, ja, was mit dem Bangbus hier zu tun. Kann ich ja noch nicht viel zu machen, weil mich das Spiel schon wieder voll schnell gesagt hat, so hey, hör mal, du kannst ja nicht weitermachen wegen Zeit und so, ne? So, was mich jetzt wundert, ich sollte dann wahrscheinlich immer nur irgendwie aufnehmen, wenn ich nehme an, einige von diesen Events wiederholen sich dann auch nach und nach, ne? Ich sollte dann vielleicht immer nur aufnehmen, wenn ich irgendwie was komplett Neues sehe oder so, ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe ja mit Billy schon so ein bisschen Punkte gehabt, ne? Aber jetzt, wo ich da drunter gemacht habe, ist das jetzt wieder runter. So, sie hat zum Beispiel, ich sollte dann wahrscheinlich immer nur aufnehmen, wenn das hier wieder davor ist, hier weiter gelevelt zu werden, ne? Oder so, ne? Ich weiß es nicht. So, ey, ich habe trotzdem Punkte für ihn bekommen. Ich habe trotzdem für ihn Punkte bekommen, oder war ich schon weiter? Ich weiß es nicht.
Oh ja, hast du sogar Informationen über die Charaktere. Na, guck mal hier, hier ist. Sind halt diese, und wenn ich die halt offscreen irgendwie aus Versehen mal aktiviere, dann kann ich die ja immer wieder hier noch mal abspielen, ne? Für euch. Also irgendwie werde ich das schon schaffen, ne? Aber was ich herausgefunden habe, ist mach doch mal weg. Was ich herausgefunden habe, ist, dass man halt wirklich nur dreimal pro Tag machen kann, ne? Also es ist ein Ingame-Tag vergangen, aber es ist immer noch 0 für 3. Also ja, nehme ich mal sehr stark an. Ich kann halt nur jeden Tag mal. Das heißt, ich werde wahrscheinlich jeden Tag mal einmal so ein Ding machen, ne? Zum ersten Mal. Und wenn ich sehe, da ist noch mal genau das gleiche, was wir schon mal gemacht haben oder so, und ich nehme an, da wird schon so ein bisschen was hier abwechslungsreich sein, ne? Aber ich nehme an, da kommen hin und wieder mal bestimmt die gleichen Cutscenes. Und ja, ich versuche dann einfach so viele neue wie möglich zu zeigen, ne? Gut. Alles klar. Ich glaube, das hat auch irgendwie so Einfluss darauf, was ich geschrieben habe, ne? So, wo ich mich mit den Charakteren treffe. Ich hatte irgendwie eine Wahl, wo ich mich mit den Charakteren treffe. Also ja, keine Ahnung. Aber ja, sobald es wieder was hier tut, ne, dann schalte ich euch hier beim nächsten Mal wieder ein, ne? Also ich warte jetzt hier wieder und ja. Ich schalte euch wieder ein, wenn ich hier das nächste Ding gefunden habe, ne? Also bis gleich. So, da bin ich wieder, ne? Wir haben so ungefähr 24 Stunden später gerade und ich würde sagen, warum ist mein Mikrofon so ausgerichtet? Ich würde sagen, wir machen mal wieder einige einige von diesen Companion Quests, ne? Und zwar diesmal für die Charaktere, die wir noch nicht hatten, ne? Für Anbi habe ich ehrlich gesagt aus Versehen eine kleine Cutscene hier freigeschaltet. Ich habe mir sie aber noch nicht angeschaut. Anscheinend habe ich ihre Freundschaft irgendwie ein bisschen erhöht offscreen, weil ich habe sie irgendwie so getroffen hier in der Sixth Street, habe mit ihr geredet, ein paar Antworten gegeben. Und dann, als ich nochmal mit ihr geredet hat, kam eine Cutscene. Ich habe mir die Cutscene noch nicht angeschaut, weil ich weiß ja, die werden ja hier ja zwischengelagert, sag ich mal. Deswegen habe ich die Cutscene sofort geskippt. Und ja, zum Glück kann man sich die Cutscenes hier angucken. Also ja, ich glaube, so mache ich das dann auch immer, ne? Anstatt jetzt immer hier irgendwie die Aufnahme bereit zu machen, ne? Ich sammle einfach hier diese ganzen Cutscenes an, ne? Und die gucken wir uns dann alle in der Aufnahme an, ne? So, jedenfalls diese Cutscene habe ich hier freigeschaltet. Ich habe die selber noch nicht gesehen. Also gucken wir mal, was hier abgeht. Sie hat mich per Handy irgendwie gefragt, ob ich eine bestimmte Kassette irgendwie aufnehmen kann. Irgendwie darum geht's, glaube ich, ne? Aber guck mal, willst du mit mir den Film Die Heatbeat ansehen? Genau. Sie hat irgendwie... Ich kann ja die Nachricht mal zeigen gleich. Du hast mir damit zusammen den Film The Heartbeat angesehen. Selbst nachdem du den Film verlassen hast, halt die emotionale Aufregung noch nach. Außerdem scheint es, als hättest du gerade eben ein leises Schluchzen gehört. Oder war es nur Einbildung? Du bist ganz schön emotional. Ich weiß nicht, ob ich einige Freundschaftspunkte dadurch aber aus dem Weg geworfen habe, weil ich habe die Cutscene so übersprungen, ne? Deswegen weiß ich nicht, ob ich da hätte einige Wahlen treffen können. Aber man trifft die Charaktere ja auf der Sixth Street, da kann man immer wieder mit denen reden. Da kann man auch Bonuspunkte und so bekommen. Aber es ist gut, dass die hier so gelagert werden, die Dinger, ne? Das heißt, ich kann wenigstens hier ich kann die Cutscenes hier alle anstapeln, ne? Und dann können wir uns die anschauen, ne? So, aber als erstes würde ich sagen, wir gehen mal mit den beiden Kollegen, die wir noch nicht getroffen haben, zum Beispiel Anton. So, sprech mal mit denen. Anton, bist du mit der Arbeit fertig? Ich habe heute endlich mal frei. Auch wenn das selten ist, möchte ich eigentlich nicht frei haben. Aber unser Präsident sagte, Anton, wenn du weiterarbeitest, werden wir wegen Verstoß gegen die Arbeitsgesetze in eine Geldstrafe gelegt.
Ja, dann sollst du rausgehen und etwas Spaß haben. Du verstehst mich wirklich am besten. Ich bin einfach der Typ, der nicht gerne zu Hause bleibt. Also, wohin möchtest du gehen? Gehen und Rubbellose kaufen. Gehen wir zu Bardic Needle. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was das ist. Gut, ich möchte auch mal dorthin gehen. Es ist ein heißer Musikladen. Was genau ist dort heiß? Du wirst es herausfinden, sobald du da bist. Dann ist es beschlossen. Du sagst die Zeit, wir treffen uns vor der Tür von Bardic Needle. Ja, mal sofort, ne? Weiß eigentlich, wenn ich das nicht einhalte. Die anderen alle weg. So, ich wollte eigentlich noch. Ja, das geht jetzt nicht, weil ich hier mit ihm gerade zugange bin, ne? So. Genau, da ist die Nachricht, die ich auf Screen bekommen habe, ne? Ich möchte dich zu einem Film fangen, der The Heartbeat heißt. Er hat von einer Mutter, die trotz Warnung in einer Höhle geht, um ihr herzkrankes Kind durch den Zustand des Herzschrittmachers zu finden. Der Name kommt mir bekannt vor. Okay, dann danke. Eigentlich habe ich den Film schon vor langer Zeit gesehen. Damals war ein Kino zu sehen, aber als ich ihn mir kürzlich noch einmal angesehen hatte, war es schwierig, den Originalfilm auf Kassette zu finden. Es wäre toll, wenn du ihn in deinem Geschäft zur Verfügung stellen könntest. Ein guter Film macht immer Lust, ihn mehrmals zu sehen. Ja, ich bin sicher, dass du das auch so siehst. Es ist zwar ein sinnliches Vergnügen, ihn im Kino zu sehen, aber wenn man die Geschichte jederzeit wieder erleben möchte, braucht man unbedingt eine Videokassette. So, dann irgendwie wortwörtlich eine Sekunde später hat sie irgendwie eine neue Nachricht geschickt. Genau. Hast du die Kassette von Heartbeat gefunden? Man hat zur Zeit es abzuholen. Ich glaube, ich musste erstmal die Kassette freischalten, ne? Aber weil ich schon so weit im Spiel bin, ne? War das, glaube ich, oder weil ich die ganzen Quests hier mache, war das irgendwie schon erledigt, ne? Irgendwie, das war das, nehme ich mal an, ne? So. Und ja, da führte es dann sozusagen zu dieser Cutscene. So. Dürfte, glaube ich, nicht so lange dauern, die ganzen Charaktere. Ja, normalerweise stand er hier wegen dem Event, ne? So. Da bist du, du bist da, sehr pünktlich. Hier gibt es viele Schallplatten, mit denen ich vertraut bin. Besonders die auf den Industrial Heavy Metal Regal. Je mehr ich sie höre, desto mehr denke ich, dass die Stimme der Sänger nicht mit dem Gesang mit den meines Bruders mithalten können. Stimmt's, Bruder? Krach, krach, krach. Eine beeindruckende Klangqualität. Ha. Du hast wirklich einen guten Geschmack. Viele Leute können den Klang meines Bruders nicht schätzen. Also ihn, meinte er. Tatsächlich hat mein Bruder nicht nur einen besonderen Eindruck, beeindruckende Stimme, sondern es gibt auch viele Geschichten dahinter. Kürzlich habe ich meinem Bruder zusammen das Lied von Geschichte aus den Außenzonen gecovert. Ich bin an der Musik interessiert. Er verbrachte eine fröhliche Zeit im Klang des Rocks in Antons Lobes hin auf den Gesang seines Bruders, was die seltsamen Blicke der anderen Gäste im Laden angeht. So, habe ich mit ihnen jetzt schon voll? Ich glaube nicht. Ich bin ein sehr guter Busenfreund, alles klar. Ich war einfach nur so, weil, also hier, ich gucke die ganze Zeit ja falsch, ja. Dann holen wir mal Ben. Hallo, hast du gerade zu tun? Du wendest dich selten aus freien Stücken an mich, Herr Proxy. Wie immer türmen sich um mich die Geschäftsbücher und Kontoauszüge. Kommst du mich etwa mit einer frohen Botschaft retten? Lass uns die Gegend zusammen unsicher machen. Die Kontaktpflege mit meiner Kooperationspartner ist ebenfalls meine Pflicht. Dann werde ich in diesem Fall Graces Finanzierung vorerst auf Eis legen. Oder einfach so machen. Die Präsidentin wird doch sicher verstehen, oder? Aus einem bestimmten Ziel vor Augen, Herr Proxy. Musikladen, Gadget. Meinst du die Box Galaxy auf der 6th Street? Ich glaube, die Präsidentin hat mir dabei kürzlich eine Puppe erwähnt. So flauschig und weich, als wäre es Bens Schal. Vielleicht kannst du auch nach einer Puppe ausschalten. Auf geht's, lass uns Puppen kaufen gehen. Mal sehen, in ungefähr 5 Minuten fährt ein Bus zur 6th Street. Bin gleich, bis gleich, Herr Proxy. Ich dachte, er würde irgendwie sein Ding hier sehen, seine Waffe, um irgendwie hier durch die Gegend zu fliegen. Das wäre doch viel cooler. So. Ich habe noch nicht meinen Kaffee getrunken heute. Ich habe noch nicht meine täglichen Sachen heute verballert. Ich gehe ja schon wieder falsch.
ist wieder diese eine Ecke, da habe ich irgendwie so eine Quest mit so zwei Bärentypen gemacht. Die haben eine Katze gesucht, die die ältere Schwester genannt haben. Nein. Alter, wo ist das? Ich kann es auch direkt so machen. Oh, ich sehe Ambi da irgendwo. Habe ich gerade gesehen. Lassen wir erstmal mit Ambi reden. Für mehr Freundschaftspunkte, oder? Da, guck mal, da ist Ambi, ne? Ambi war da unten angezeigt. Also muss hier irgendwo hier sein, ne? Und so habe ich dann auch mit ihr geredet. Und so habe ich dann, glaube ich, die Freundschaftspunkte bekommen, um irgendwie diese Cutscene auszulösen. Muss ich nur wissen, wo sie ist. Aber da oben, da sieht man ja, ne? Hier zwischen sind einmal Anbe und Ben, ne? Also ich meine, sie läuft irgendwo hier rum gerade. Ja, vielleicht wird sie da angezeigt, weil ich sie gerade als meine Rezeptionsdame hier eingestellt habe, ne? Das habe ich nämlich irgendwie freigeschaltet, nachdem ich die Cutscene übersprungen habe. Aber ich finde sie ja nirgendwo. Vielleicht ist sie gerade nicht da, weil wegen Ben gerade, ne? Da oben, ich weiß es nicht. Wenn ja, muss ich halt offscreen mit der reden, ne? Ich glaube, so werde ich dann auch machen, ne? Um so ein paar Freundschaftspunkte anzusammeln. Ich finde sie nicht. Mein Gott, dann gehen wir hier hin. Ach, jetzt bin ich hier schon wieder. Ne, hier, das ist der Gadget-Show. Ich war doch gerade hier. War denn nicht gerade? Boah. Wenn man diese Maschine 10-mal dreht und jener Maschine 10-mal dreht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, das Spielzeug zu bekommen, welche der Präsidenten haben will. Gacha. Ah, da bist du ja, Pöx. Ich bräuchte gerade die optimale Methode, eine bestimmte Überraschungsbox zu ziehen. Aber nachdem ich hin und her gerechnet habe, komme ich zum Ergebnis, dass es am preiswertesten ist, direkt auf den Gebrauchsmarkt zu kaufen. Der Spaß einer Überraschungsbox liegt am Unbekannten. Was du sagst, ist ziemlich philosophisch. Ich verstehe nicht, was du meinst. Es ist so, als würde man beim Kaufen von Kaviar absichtlich das Etikett mit dem Ursprungsort und der Jahreszeit verdecken, so dass man beim Probieren die Freude wie bei einer Schatzsuche erlebt. Für Fans dieser Gadgets fühlt sich jeder Druck auf der Drehknopf an, als würde man bei einer Schatzsuche am Strand mit einer Spitzhacke nach verborgenen Schätzen schlagen, nicht wahr? Oft ist die Freude an der Sache nur selbst aufregend als der Schatz am Ende. Lass uns auf die Schatzsuche gehen. Wo sollen wir mit der Suche anfangen? Der Rechnerkopf der rechten Gacha-Maschine. Klack, nach einem Moment des Rollens der Gacha-Bälle wartet man auf den Jubel der Schatzsuche. Der Proxy zieht. Badhead Offroad, die Nummer 1 bei der Rio-Fahrzeugen oder erwartet der Rallymeister-Version. Fahrzeugmodell, also mein Gott, warum ist das so? Es heißt, dass man von dem jährlichen Urban-Konzert Ticketauswahl den Sieger auswählt und ihm in ein Gadget als Sammlerversion Modell macht. Die Rallymeister-Version ist der Champion unter den Champions. Deine Fähigkeiten als Schatzsucher scheinen den Können eines Proxys nichts nachzustehen. Nun, jetzt bin ich dran. Klack, das Bärenhirn steckt sein breite Handfläche aus und dreht mit äußerster Vorsicht den Knopf. Was ich gezogen habe, ist die Spezialglücksbelohnung, ein Rubbeltauschkupon und die Handschlagkupon von Kioskbesitzer der Sixth Street. Herr Poxer, ich habe mich entschieden, die Welt der Überraschungsboxen aufzugeben. Nein, das ist das Gefühl, ich habe gar keine Punkte. Warum steht denn er so weitbeinig? Dominance. Die drei bestimmten Dinge auf der Welt sind eine Kaviardose, von der man den Deckel nicht aufbekommt, ein Geschäftsbericht, bei dem die Aktiv- und Passivseiten nicht übereinstimmen und ein Spiel mit unvorhersehbaren Wahrscheinlichkeiten. So, ich nehme an, das ist immer. Nee, bei ihm habe ich weniger bekommen, alles klar. Also habe ich bei Anbi irgendwie die ganze Zeit die richtigen Sachen gemacht oder war er einfach nur gescriptet? Warum habe ich bei Nicole so gut wie gar nichts? Was war hier, Billy? Billy hat ein paar Punkte. Den kriege ich hier für den Level Up. Mir ist so langweilig. Ach, den Chef ist halt auch langweilig. Achso, ist so mal etwas zu unternehmen, wo ich auch nicht weiß, was ich dir tun könnte. Möchtest du zusammen ausgehen? Klasse, ja. Yeah. Gibt es einen Ort, den der Chef gehen möchte? Wie heißt mit Godfinger? Wie heißt mit Box Galaxy zum Beispiel? Oh, das ist ein toller Ort und die Szenerie dort ist besonders gut zum Fotografieren.
Ich habe zufällig eine imposante Sternlichtritter-Pose geübt und brauchte jetzt jemanden, der ein Foto von mich schießen kann. Chef, ich habe gehört, du bist echt gut im Fotografieren. Könntest du bitte... Ich mache das schon. Vielen Dank, Chef. Da treffen wir uns in der Nähe von Box Galaxy. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Wann hast du Zeit? Ich bin frei. Da. So. Hier ist das. Das ist der Gadget Shop. So, jetzt ist sie wieder weg. Nee, Anbi ist immer noch hier. Ich weiß nicht, wo sie ist, aber. Chef, sehe ich auf dieser Perspektive cool aus? Kannst du ein Foto von mir mit diesem Winkel machen? Dann sehe ich einfach umwerfend aus. Sehr schön, perfekt. Kein Wunder, dass du der Chef bist. Du denkst immer auch, dass der Hintergrund echt cool aussieht, oder? Es wird ein atemberaubendes Foto eines Sternenlichtritters. Es gibt kein Zurück, alles klar. Keine Sorge, Chef, das Foto wird bestimmt super. Also dann, schieß los. So, Problem ist, ich muss aber hier wieder, wo mache ich das nochmal? Ich muss ja wieder kurz blockieren. Da wird mir nochmal meine User-ID angezeigt. So, eine Sekunde. Boom. So. Weil die wird immer sofort angezeigt danach. So, ich speichere mal. Und ich kann auch nicht wegdrücken. Wird immer eine Sekunde lang angezeigt. Dieses Foto. Chef, hast du etwas falsch verstanden? Mit dem coolen Zeugs habe ich auch das Graffiti auf der Wand gemeint. Nicht die zensierte Bambusstatue. Ich mache noch eins. Nein, warte, mir ist aufgefallen, dass dieses Foto das Sternrichter im Duell mit dem bösen zensierten Bango-Statue zeigt, nicht wahr? Wird zensiert. Im Vergleich dazu sieht die Sternrichter noch strahlender aus. Dieses Foto gefällt mir sehr. Ich bin einfach irre. Du bist einfach irre, Chef. So, jetzt müsste ich eigentlich mit ihm ja hochgelevelt haben, ne? Deine fotografische Fähigkeiten sind wirklich top, ganz zu schweigen von diesen Kompositionen und Bildausschnitt. Okay. So, irgendwo ist Anbi noch. Ich weiß noch nicht wo. So, was? Ich muss bestimmt irgendwas machen jetzt, ne? Ich weiß nicht, kann ich irgendwie eine Pause machen oder so kurz? Wo ist Anbi? Sie soll irgendwo hier sein. Vielleicht ist sie auf dem Parkplatz, ne? Ja, dieser eine Typ mit dem Fragezeichen als Name. Ich habe den mal angesprochen, er hat gesagt, mit mir willst du dich nicht abgeben. Okay, ich weiß nicht, wo Anbi ist. Die wird mir irgendwie da angezeigt. Vielleicht wird die angezeigt, weil sie hier ist, aber dann müsste sie ja hier angezeigt werden, ne? Nicht hier. So. Verfügbare Aufträge. Wenn du durch Geschäfte bummelst, was? So, mal hier kurz gucken. Nein! Warum? Ich hab gar keine Pluspunkte bekommen, ich weiß, aber trotzdem. So, wenn ich durch die Geschäfte bummel, haben die gesagt. Was, wenn ich einfach irgendwo reingehe? Wenn ich einfach in die Geschäfte irgendwo reingehe? Ist sie im Dings drin, im Godfinger? Ich würde jeden Laden abgehen. Okay, ich weiß noch, wo sie ist. So, Kaffee trinken, Anbi. Mein Gott. Da. Hallo, Foxy, ich habe dich wieder getroffen. Apropos, ich habe eine Frage zu Filmen, die ich dir gerne stellen würde. Schieß los. Nun, es ist ein Film, der in letzter Zeit viel Aufsehen erregt hat. Es ist offensichtlich ein konventioneller Film, aber er hat ein sehr tragisches Ende. Tragödien sind doch gut, oder? Ich bin nicht gegen Tragödien. Ich finde nur, dass sie nicht zu diesem Film passen.
Tschüss, Ami, und unterhältst dich eine Weile mit ihr über Filme. Das Gespräch dauert sehr lange, ohne dass es dir wirklich auffällt. Ami wirkt richtig ernst, wenn das Thema Filme zur Sprache kommt. Das ist alles, was du denkst. Es ist kein Happy Ending, aber es gleicht der größten Schwäche der Figur aus. Deine Idee passt nicht ganz zu meiner, aber ich denke, diese Interpretation macht auch Sinn. Danke, ich habe viel von deinem Einblick in den Film profitiert. Also lass diesmal ausführlich darüber reden. Yay. Ich nehme an, es sind einige Sachen, die okay, das ist online, aber ich kann ja nicht mal einladen. Ich habe ja schon einmal. So, habe schon einmal hier den Zeit hier vorangetrieben. Weil dann tun es, glaube ich, wieder neue Sachen hier aufmachen, ne? So, ne. Ich dachte, wenn ich jetzt einmal die Zeit skippe, dann kommen die. Dann kommen andere Charaktere wieder. Aber anscheinend nicht. Ja, dann werde ich das wahrscheinlich so machen, ne? Ich werde dann hier die ja, einmal ist aber was passiert, als ich direkt hier rausgegangen bin, deswegen ich kann mal woanders abschauen. Nee. Okay, ist mir nie aufgefallen, hat mir da auch die Questanzahl noch angezeigt wird. Ich nehme an die Quest hier, ne? Na gut, dann weiß ich nicht. Ich werde immer noch hier, ich weiß nicht, ob wir immer noch Zeit hier nach haben, ich glaube nicht. Ja, okay, dann weiß ich ja, was ich hier grinden kann, ne? Das ist ja nicht so lange. Hier so eine Unterhaltung. Ich glaube, diese Unterhaltung werde ich dann irgendwie offscreen hier führen mit den Charakteren. Ich mache das so lange, bis ich irgendwie sehe, dass die sich wiederholen. Also wenn ich zum Beispiel hier Billy nochmal hier in den Gadget-Shop zum Beispiel einlade, ob dann immer noch genau die gleiche Sache kommt oder so. Weil wenn ja, dann werde ich das alles nochmal offscreen machen, ne? Aber muss man ja einmal zeigen. Man muss ja wissen, wie das hier so abläuft und so, ne? Deswegen habe ich das jetzt mal gezeigt. So, jetzt kann ich hier wieder. Aber ja, ich werde die Cutscenes hier, diese gevoiceten Cutscenes hier, die wir gerade mit Ambi hatten, die werde ich alle dann wahrscheinlich, sobald ich einige von denen irgendwie aus Versehen trigger, werde ich die einfach überspringen, ne? Und dann gucken wir uns die zusammen an. Jedes Mal, wenn ich eine davon freigeschaltet habe, ne? Klingt halt nach einem Plan. Ja, cool. Finde ich auch, dass ihr halt gut findet. Na gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Obwohl ich weiß gar nicht, ob das hier noch zu lang. Ich glaube, das ist eigentlich schon zu lang gewesen, ne? Ja, egal. Ich sag Tschüss. Wenn vielleicht hier noch was kommt, dann sehen wir uns halt, ne? Aber wenn nicht, dann sage ich Tschüss und bis zur nächsten Folge. Hinterlasst ein Like, ein Abo und Kommentar. Ciao. So, ungefähr eine Stunde nach der letzten Aufnahme habe ich ein bisschen meine Batterie, also meine tägliche Energie, verballert. Und dann ist jetzt hier Billy aufgetaucht. Und den haben wir ja kurz davor fast hochgelevelt bekommen. Also, deswegen war das. So. Entschuldige mich, ich bin ja gerade satt. So. Okay. Wovon redest du überhaupt? Irgendwas über Schmieren habe ich gehört. Ich habe noch Moist gehört. Ich verstehe. Hey, so pervers. Wir sind ja alle unschuldig. Willst du mich einholen, Weiß? Nein, nicht wirklich. Ich kauf dir die. Kauf zwei Probiergrößen. Das nennt man Clown. Das hört sich nicht wie ein Kompliment an.
Mein Gott. Okay, boom. Jetzt habe ich ihn, glaube ich, hochgelevelt, ne? So, guck mal hier. Aber hier kann ich auch die Belohnung einsammeln. Cool. Und dann kriegst du mal Polychrom dafür. Wow. So, dann habe ich gesehen, Ben ist irgendwo noch. Aber den habe ich aber nur die Hälfte. So, cool. Geht ja super schnell. Habe ich auch schon die Hälfte hier. Ne, das erste Level habe ich mit ihm erst, ne? Mit Ambi habe ich schon die erste Hälfte geschafft. So, ich habe gesehen, irgendwo ist Ben hier. Der ist auf der Baustelle. Lass mal mit dem noch ein bisschen schnacken, ne? Wenn wir schon die Aufnahme anhaben, ne? Was geht? Au, au, grr. So, das reicht jetzt. Oh, Entschuldigung, ich habe dich eben nicht bemerkt. Ich habe gerade ein paar Drohrufe geübt. Du hast dich doch wohl nicht erschrocken? Sehr erschrocken, super erschrocken. Ja, Poxy, habe ich dich erschreckt? Toll. Ich meine, tut mir wirklich leid. Die Präsidenten und die anderen wollten immer, dass ich ein bedrohliches Brüllen von mir gebe. Es könnte bei Verhandlungen von Nutzen sein. Ich werde einfach noch ein bisschen in die Richtung üben. Ja. Du hast zusammen mit Ben wildes Brüllen trainiert, um etwas Zeit zu vertreiben. Natürlich war er derjenige, der gebrüllt hat, während du nur zugehört hast. So. Ey. Ey. So, okay, er hat nur ein Viertel gegeben. Alles klar. Gut, aber gut. Dann werde ich dann diese Sachen halt hier immer farmen, nehme ich an, ne? Jetzt nicht so super wichtige Konversationen, die alle hören müssen, nehme ich an, ne? So, mir ist aber aufgefallen, ich habe wieder genug, das ist der falsche, ich habe wieder genug Dinger angesammelt für hier einmal den hier, ne? Machen wir mal. Ja, ne, ich sollte das vielleicht auf der Baustelle hier benutzen, das Ding. Also los, gehen wir mal da rein. Wenn wir schon dabei sind, ne? So, nur ein A, boah, was? Und ich habe schon alle blaue Engines, also... Ach, den habe ich schon. Okay, ich kann mal überspringen. Also, das ist jetzt nicht wichtig. So, jetzt habe ich die Dinger zurückbekommen, weil ich ihn schon, weil ihn habe ich schon maximiert. Genau, so viele von denen, die ich nicht habe. Ich hoffe, es gibt nicht irgendwann auch mal so ein Event Bangbo Gacha oder so, weil ich die Dinger jetzt hier alle am Verballern bin. Aber ich kriege ja auch irgendwie voll oft, wenn ich hier Höhle 0 oder so spiele. So, jetzt habe ich aber genug, ne? Und weiß nicht, selbst wenn sich jetzt was tut, ich werde jetzt hier nicht weiter aufnehmen, ist glaube ich schon lang genug dieser Part hier, ne? Aber ich habe ja noch hier am den Tag das gemacht. Ich habe gesehen, Billy war kurz am Hochleveln, deswegen habe ich das gemacht. Jetzt kann ich glaube ich Billy auch, oder muss ich ja Level 2 erreichen? Ich weiß ja gar nicht. So, oh, guck mal hier, ein Pflegeöl, also cool. Dann so durch auch mehr Informationen freischalten, je weiter ich bin. Oh. Ah, okay, da steht sogar, um noch mehr freizuschalten. Okay, cool. Dieser Agent kann an verschiedenen Orten eingetroffen werden. Schließt die Hausstürfungsereignisse ab, um die folgenden Belohnung zu erhalten. Schließe bitte die Bitte bezüglich der Videokassette ab, um Agenten als Promoter für die Videothek einzuladen. Habe ich doch schon. Habe ich jetzt Billy auch? Nee, ne? Ich habe jetzt Anbi da reingebracht. Ich weiß nicht, was das bringt, ne? Aber ich habe sie da reingepackt. Aber warum nicht, ne? Ruhig. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Das ist immer nur bei den Charakteren, die ich gerade ausgewählt habe. So, gut, das war es dann für heute, ne? Ich werde meine restlichen Dinger verballern und wahrscheinlich ein bisschen offscreen hier wieder Freundschaft fahren, indem ich hier, weil ich die Leute hier alle einlade hin und wieder, ne? Ich glaube, sobald ich, wenn der Balken voll ist, kann ich dann irgendwie zu denen hingehen, ne? Und dann die ansprechen und sagen, hey, Level up, ne? Gut, ich glaube, ich weiß so langsam, wie das funktioniert, ne? So. Gut, aber für heute war's das. Ich bin Tempat hier, sag Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Diesmal wirklich. Ciao.